So, grüß Gott und willkommen zum neuen Video. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. In dem heutigen Video soll es um das Auslesen der Fehler bei der X92-Kupplung beim 107er für die Modelle ab 1986 gehen. Ab 1986 gab es für die Modellreihe so eine vereinfachte Prüfkupplung, mit der man die Fehler vom SAS-Steuergerät sich anzeigen lassen kann. Quasi der Vorreiter der heutigen Diagnosedose. Und wie das genau funktioniert, das klären wir nach dem Intro. Bleibt auch bitte bis zum Schluss dran. Zum Schluss blende ich euch die Fehlerlegende noch ein, damit ihr dann sehen könnt, bei welcher Anzeige welcher Fehler am Steuergerät vorliegt. So, wir sind jetzt hier im Motorraum. Ich habe jetzt hier meine X92-Kupplung, Prüfkupplung hier an der linken Stehwand im Motorraum dran. Die ist hier so abgedeckt mit so einem Deckel. Den kann ich nach oben wegziehen. Und dann habe ich hier die Beschriftung für meine einzelnen Messpunkte 1 bis 8. Habe ich jetzt hier vorlege. Zum Prüfen brauche ich zusätzlich noch ein analoges Multimeter. Und drei Messleitungen. Ich habe jetzt hier schon mal zwei angeschlossen. Ich fahre hier mit Minus in die Buchse 1 rein und mit Plus in die Buchse 6. Habe mein Multimeter auf 12 Volt Gleichspannung, mir 12 Volt anzeigen kann, so eingestellt. Jetzt gehe ich vor in den Fahrerraum und drehe den Zündschlüssel auf Position 1. So, der Zündschlüssel ist auf Zündung Position 1. Ich nehme jetzt meine dritte Messleitung und stecke die hier noch zusätzlich zu der Buchse 6 mit dazu. Sehe jetzt hier schon, dass mir 12 Volt angezeigt werden hier am Multimeter und lege jetzt diese freie Messleitung hier auf Masse, irgendwo x-beliebig, für mindestens 3 Sekunden. Nimm wieder weg, der Zeiger schlägt voll aus und jetzt muss ich den Zeigerausschlag ablesen. So, und jetzt gehe ich mit meiner freien Messspitze hier an der Buchse 6 angeschlossen. Die lege ich jetzt für mindestens 3 Sekunden auf Masse. Geht runter, schlägt voll aus. Und wie ich jetzt gesehen habe, hat er 5-mal ausgeschlagen. Und jetzt kann ich meine Fehlerlegende nehmen und kann den Fehler ablesen. Wenn ihr kein analoges Multimeter habt, dann funktioniert das trotzdem. Dann könnt ihr drei Messleitungen nehmen, eine etwas längere und könnt vorne am SAS-Kontrolllampe die Pings ablesen. Das funktioniert genauso. Ihr müsst dann halt einfach nur ein längeres Messkabel nehmen, wo ihr vorne dann im Fahrerraum auf Masse legt und dann am Blinklicht quasi an der Kontrollleuchte das Blinker abzählen könnt oder hier wie in meinem Fall so ein analoges Multimeter, wo ihr die einzelnen Pings dann nachzählen könnt. So, um den Fehler dann löschen zu können, muss ich mindestens die freie Messleitung für 6 Sekunden irgendwo auf Masse legen und dann ist der Fehler im Normalfall auch gelöscht, der unmittelbar davor angezeigt wurde. Das heißt, ich lasse mir meinen Fehler wieder anzeigen. So, und bleibt dann für mindestens 6 Sekunden
rauf und der vorangegangene Fehler ist somit gelöscht. So, jetzt sind wir auch schon wieder am Ende hier von dem kleinen Video zum Auslese der X92-Fehlerdose bei der Modellreihe R107 für die Baujahre ab 1986. Jetzt im Anschluss blende ich euch die Fehlerlegende nur ein, damit ihr sehen könnt, bei wie viel Ping-Ausschläge am analogen Multimeter welcher Fehler an eurem Fahrzeug dann auch vorliegt. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Teilt sehr gerne das Video, teilt den ganzen Kanal, damit die Community wachsen kann und wir ein Stück weit auch gegenseitig voneinander noch an Erfahrung gewinnen können, voneinander lernen können. Das wäre ganz spitze. Für das soll dieser Kanal auch in erster Linie da sein. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann, macht's gut, ciao. Thank you.